die gesamtwirtschaftliche Situation ist in Österreich nicht die beste. Wir haben eine Regierung, wo man nicht weiß, wird im Juni gewählt, wird im Herbst gewählt. Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage, nicht nur im Wohnbau, sondern allgemein? Ich glaube, dass es mit wenigen, wenigen Entscheidungen, politischen Entscheidungen der Wirtschaft in Österreich, Oberösterreich, deutlich schnell besser gehen kann. Das heißt, man braucht ein Einsatzfahrzeug, sollte in Österreich eine Ampel kommen, dass man da auch bei Rot drüber fahren darf. Ja, muss nicht einmal sein, aber zumindest bei Orange. Sie verwalten 20.000 Wohnungen. Es ist für diverse Mieter nicht immer so leicht, aufgrund der momentanen Inflation, da immer prompt zu bezahlen. Wenn man mit ein paar Leuten einmal gesprochen hat, der Rieke hat das Herz am richtigen Fleck, weil sie, wenn es wirklich nicht geht, auch da und dort ein bisschen entgegenkommen. Es ist so, wir müssen zuerst einmal verifizieren, ob einer nicht kann oder nicht will. Das lässt sich aber sehr schnell durch ein kleines Anwaltsschreiben herausfiltern. Und der dann wirklich nicht kann, weil er keinen Job mehr hat oder sonst irgendwelche Umstände sind, da buchen wir dem, wir lassen ihn drinnen, er bezahlt nur die Betriebskosten und buchen ihm die Miete quasi auf sein Konto. Und wenn er dann wieder einen Job hat und wenn es dann wirtschaftlich besser geht, dann wird das in kleinen Scheiben abgeschichtet und dann kriegen wir am Ende des Tages unverzinst unser Geld zurück. Der Spinatbunker ist ja auch in Ihren Händen. Wie läuft dort alles? Es ist so, dass die Gesamtsanierung sehr gut verlaufen ist. Aber es ist halt wirklich eine dermaßen hohe Frequenz in diesem Haus, dass das ein oder andere, wie zum Beispiel die Lifte und so weiter, schon wieder ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber könnte man das vielleicht in Zukunft digital überwachen? Naja, das geht ja alles schon dorthin. Also es ist ja nicht nur bei der Liftbenutzung, es ist auch schon inzwischen das Monitoring bei den Heizanlagen, bei den diversen. Da hat die Elektronik schon Einzug gehalten und da sind wir auch dabei, das alles umzusetzen zum Komfort und auch zum Schutz der Bewohner. Herr Ricker, soeben zurückgekehrt von einer großen Auslandsreise aus dem fernen Osten. Wie kann man den fernen Osten mit unserer Region vergleichen? Der ferne Osten, in dem Fall China, gibt uns genau vor, wo die Reise hingeht. Ich habe festgestellt, dass die in der Technologie, im Umweltschutz, auch in der Architektur und so weiter uns wahnsinnig viel voraus haben. Und da habe ich mir die neuesten Informationen, die neuesten Netzes geholt, damit ich da vielleicht das ein oder andere in Österreich umsetzen kann. Sie sind auch der Spezialist für Sanierungen von Gebäuden mit Neubauten bzw. mit Verkauf von Einheiten. Das ist ein bisschen schwieriger in Österreich, oder wie sehen Sie das? Es ist so, dass halt momentan der Neubau, der klassische Neubau, komplett zum Erliegen gekommen ist. Somit haben wir uns verstärkt Hausverwaltung und Sanierung gestürzt und da funktioniert nur alles relativ einfach, aber die Zeiten sind schon herausfordernd. In Linz steht ein großes Objekt an, wo Sie auch eine Sanierung machen, ähnlich wie Sie es in Wales gemacht haben. Um was geht es dann hier? Es ist so, dass da ein kompletter Vollwärmeschutz, auch natürlich, wie es jetzt schon State of the Art ist, mit feuerhemmenden Dämmmaterialien. Und da wird das Gesamte ökologisch so dermaßen aufgewertet, dass es auch nicht nur ein zusätzlicher Schutz ist, sondern auch eine Aufwertung der ganzen Immobilie, wo die Eigentümer dann sicher große Freude haben werden. Sie sind bekannt dafür, dass Sie von einem Erfolg zum anderen reiten. Sie sind auch letztens ins Mühlviertel geritten. Dort gibt es eine Pferderange. Wie läuft die und wie heißt die? Ja, das ist die Foxhill Range in Traberg. Das ist der Aufgabenbereich oder einer der Aufgabenbereiche meiner Frau. Und da entwickelt sich das jetzt ab sehr, sehr positiv, dass man kann Berittpferde bringen, man kann verschiedene Sachen da oben machen, die den gesamten Tourismus und die gesamte Wirtschaft da oben ein Spürchen beleben. Sie sind auch dafür bekannt, ein Auge für schöne Frauen zu haben. Wie geht es da weiter? Es ist jetzt so, dass wir wieder in allen Bundesländern diese Bundeslandwahlen machen und die Wahl, zumindest Vienna zum Beispiel, die war schon. Im Juni wird es dann eine Endwahl geben, wo wieder die neuen Miss und Mister Austria gewählt werden. Wird das in Oberösterreich sein? Dies wird definitiv in Wien sein.